Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde The Forest mit Wouter und mit unserem Nameless. Ich hole gerade ein bisschen Fisch, dass wir was zum Essen haben. Ein, zwei Hasen habe ich bereits unten reingehängt. Und weil morgen jetzt aus meiner Sicht tatsächlich der zweite Advent ist, habe ich ein bisschen Fleißarbeit gemacht, die Kirche umgesetzt. Ich habe die Hölzer für die Kirche bereits reingebollert. Aber wir müssen heute unbedingt, damit es morgen alles funktioniert, den Zugang zur Kirche gewährleisten. Im Moment steht die noch mitten im Wasser und da müssen wir heute verschiedene Pfade anlegen und ich möchte heute ein ganz kleines bisschen dann schon mal gucken, wie wir das mit dem Knochenzaun machen und so weiter. Da kümmern wir uns drum und dann können wir nämlich morgen zum zweiten Advent die Kirche ein bisschen schmücken. Das heißt ausleuchten, vielleicht die ersten Gäste schon ranholen. Schauen wir mal. Das wäre jetzt ja ein Wunder. Das war klar, dass ich den nicht kriege, weil ich einfach den auch nicht bekomme. Habe ich eigentlich schon alle Beutel, aber ich glaube, wir brauchen auch nicht alle, gell? So, meine Lieben, jetzt gucken wir es uns erstmal an. Ich habe die Kirche tatsächlich jetzt nochmal umgesetzt. Ich habe dann auch die Hölzer besorgt, weil das ist eine Hin- und Herfahrerei. Ich möchte viel lieber mit euch die Zugangswege machen, Zaun, Knochenzaun anbringen. Da müssen wir mal gucken. Wir müssen vor allem Material besorgen. Und ich brauche einen zweiten Übergang vom Ufer aus. Da müssen wir nochmal gucken, ob wir das jetzt gleich mit einer Plattform lösen. Oder Komoda. Der ist irgendwie sauer auf die Falle, gell? Oh, Diggerle. Wenn du aufrecht gestanden wärst, hätte ich dich wahrscheinlich erwischt. Weißt du, warum der so schöne blaue Farbe hat? Ich Licht noch an habe. Jetzt habe ich da tatsächlich 10.000 Mal vorbeigeschossen. Und ich rühme mich immer, dass ich mit dem Bogen besser bin, gell? Die sammeln wir jetzt schon mal, weil wir brauchen tatsächlich Material. Und wenn halbwegs alles klappen würde, kämen wir eventuell sogar mit einem Wagen rüber zur Kirche. Das müssen wir mal gucken, weil ich muss ja die Jungs auch rüberbringen, wenn ich die dann zerlege, ne? So, jetzt haue ich den Fisch kurz oben hin, dass wir da einigermaßen schon mal aufgestellt sind. Dann zeige ich euch kurz unsere Kirche und dann gehen wir ans Arbeiten. So. Ich weiß jetzt nicht, ob der schon gut ist. Drüben hänge ich auch noch mal ein bisschen rein. So. Das war die Geschichte. Ich habe auch noch einen Riegel 2, das reicht für jetzt. Pass mal auf, gehen wir mal erst kurz gucken, wie es jetzt aktuell aussieht. Also erster Zugangsweg, den müssen wir jetzt heute zusammen fertig machen. Da brauchen wir noch mal ein bisschen Holz. Von unserer Plattform aus runter zur Kirche. Und dann soll vom rechten Strand, von der rechten Strandseite aus noch mal einen Weg hinführen. Ne? Und ich habe die jetzt viel, viel weiter reingesetzt, weil das einfach zu nah alles war. Die soll ja mitten im See sein. Und wenn alles klappt, und deswegen habe ich es auch tatsächlich offscreen gemacht, müssten die Wildgänse um die Kirche rumschwimmen. So, hier müssen wir jetzt ran. Ja, also da müssen wir jetzt mal gucken. Da fehlen 17 Loks, da vorne fehlen noch welche. Dann will ich hier die zwei Doppeltürme verbinden. Und von da aus dann an den Strand rüber. Entweder mit einem Bootsanleger oder nochmal mit einem Türmchen. Und da möchte ich dann schön Lichter. Und wir müssen noch einen Platz suchen fürs Kreuz. Ich will tatsächlich an der Kirche da hinten, das machen wir jetzt gleich, noch ein Kreuz haben. Und zwar sollte es auch im Wasser stehen. Warte mal, ich muss kurz gucken. So. Und dann hätte ich es gerne von der Eindrehungsgeschichte her ungefähr so. Und das soll einfach dann frei im Wasser stehen. Als Location unterstützender Spot, ne? Da brauchen wir dann auch nicht mehr hin. Das reicht, wenn wir da später mit dem Floß die Mats anliefern. Vielleicht kriegen wir das Kreuz heute schon mal aufgebaut. Dann haben wir so ein bisschen Vorstimmung. Ja, und dann machen wir da schön Licht dahin und so. Das muss richtig ein geiler Spot werden. Ich würde sagen, die machen wir auch ein bisschen knapper. Ungefähr hier. Ich habe die Kirche, Leute, ich habe sie 40.000 Mal angezeichnet. Ne? Guck mal, die sitzt jetzt unter Wasser. Und mit ein bisschen Glück kriege ich jetzt dann später das Kreuz draufgesetzt. Dann sieht man das nicht. Dann sieht es so aus, als ob das aus dem Wasser rausguckt. Wir müssen jetzt als nächstes, lass mal kurz gucken, ob ich da raus kann. Hier habe ich zwei Plattformen anbringen müssen, weil die habe ich versetzt. Die passt, weil ich muss ja auch die Snap-Points und so, ne? Aber ich habe die zwei, dreimal setzen müssen und dann habe ich angefangen, Material reinmachen und dann habe ich gesehen, dass die unter Wasser ist. Sonst wäre jetzt hier alles unter Wasser gewesen. Und so ist ja natürlich geil, wenn du durch die Ritzen guckst, siehst du das Wasser unten drunter. Eine Feder. Eine christliche Feder? Wir wissen es nicht. Also die holen wir auf jeden Fall jetzt ran. Dann haben wir die Brücke fertig. Dann müssen wir da vorne uns kümmern und die Plattform hätte ich gern. Da gucken wir mal, dass wir das heute hinkriegen mit dem Kreuz. Und dann bauen wir morgen die Reste auf. 20 sind es nochmal. Ah ja, 20, 8 und 7, oder? Dann müssten wir mit einer Wagenladung hinkommen. Wo habe ich denn den Wagen hingestellt?
Ja, aber hier, das ist natürlich, wenn du runterfliegst, aber man kommt hoch, ne? Ich glaube, sieht so aus, als wäre der Wagen oben. Ah, ne, nicht der Wagen, den Dings baue ich Floß. Ja, das sieht super. Guck mal, oben die Wildgänse gerade hinten vorbeigehen. Und ich glaube, wenn wir Glück haben, falls die jetzt ihren Spawnpoint nicht verlegt haben, müssen die ein- oder zweimal am Tag um unsere Kirche rumschwimmen. Jetzt sieht es gerade so aus, als ob sie sich da hinten niederlassen, ne? Ja, wir werden es erleben. Wir sind ja dran. Dam, da, 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 dam. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, mit dem Gebäude da oben, mit der Plattform, mit der Brückenidee, da bin ich jetzt gedanklich da komplett weg. Kann sein, dass wir die Türme gar nicht da hinsetzen, weil den Spot jetzt ausbauen, ich glaube, dass das viel mehr Laune macht, als hier so eine abgefressene Brücke, wo dann im Prinzip sowieso keiner drüber geht von denen. Aber ich brauchte natürlich ein Einstiegsprojekt, um zu überlegen, wo baue ich, wie Mamas und so, ne? Guck mal, wir machen einfach jetzt hier die linke Seite leer. Ich muss nur gucken, dass ich den nicht gerade ins Dorf reinfahre. La, na, 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 na. Ey, vielleicht machen wir später auch noch einen Zugang. Also das würde ich viel lieber machen, wie so eine Brücke. Viel lieber wäre mir es, wenn wir, mach den wieder rein, da noch eine Plattform hinmachen und dann von dem Dorf aus einen Zugang oder so legen. Ne? Ey, was machst du? Du musst viel weiter ran ans Ding. Trau dich ruhig, Nebles. So, komm, hopf hoch. Normal geht es. Ja, da das. Ich muss nur gleich pennen gehen, ich sehe schon wieder. Es sind natürlich jetzt ein paar Tage rum, ne? Kostet ja immer einen Haufen Zeit, so eine Projekte. Ich glaube, das reicht nämlich. Das kriegst du nicht hin. Das haben wir doch schon 10.000 Mal jetzt getestet. Ich glaube, die fälle ich auch so kurz, ne? Machen wir einmal den Wagen voll, dann gehen wir kurz die Hängebrücke machen. Würde ich sagen. Und dann müssen wir mal gucken, wenn jetzt gleich, bevor wir schlafen, ob wir Besuch am Strand haben. Weil dann könnte man nämlich tatsächlich die ersten schon mal vorbereiten. Also zumindest Knochen müssen wir machen für den Zaun. Weil das sieht ja schon geil aus mit dem Knochenzaun. Ne? La, da, di, da, 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 da. Was ich auch noch nicht ganz genau weiß, aber eigentlich würde ich das auch noch gerne machen in der Staffel, dass wir zumindest den Kleider uns noch holen. Ne? Vielleicht findet man hier eine schöne Absprungrampe. Würde ich nochmal tatsächlich ein bisschen Zeit investieren für den Sprungturm. Und. Alter, bist du aggro. Sag ich, gell? Ja, mit der Axt hat das nicht so. Alter Schwede. Hast du gesehen, wie der gerade geschnappt hat? Absolut göttlich, oder? Sieht man jetzt auch nicht immer. Nemi, zieh doch die Dinger an. Ich meine, bevor du gar nichts anhast. So, und dann kannst du die nämlich auch wieder einsammeln. Und natürlich möchte ich auch noch ein paar Köpfe aufhängen. Und Fallen will ich auch noch bauen. Also machen will ich noch genug. Den da können wir jetzt Richtung Wasserfällen, glaube ich, ne? Wenn sie jetzt gleich kommen, fahren wir los. Da liegt der Kopf und imitiert ein Krokodil. Scha. Da ist noch eins. Komm, hier fahre ich weg. Das ist mal zu doof. Komm, wir bringen die schon mal weg. Wird uns jetzt nicht gleich aufs Ding hopfen, oder? Ha ja, also weißt du, Kroko. Grogo, Schoko, Mogo. Ah. Und einen Durchgang haben wir auch noch. Also wir können tatsächlich die Seeseite hier wechseln. Alles gut. Schön. Die fliegen jetzt gerade weg, aber die waren an der Kirche. Da müssten sie normalerweise morgen früh wieder da sein. So, lass mich überlegen. Ich fahre erstmal dahin. Oder machen wir erstmal die fertig. Machen wir erstmal die hier fertig. Das schaffen wir noch, bevor es dunkel wird, oder? Stopp. Jo, perfekt. Habe ich mich da verzählt? Oh, ich glaube, nehme es. Ich habe mich verzählt, Digga, da passen. Ach du je. Ja, 17, nicht 7, wie ich gelesen habe. Kriegen wir dann wenigstens das jetzt fertig? Das hat geklappt. Das hat geklappt. Sehr schön. Jetzt bauen wir allerdings noch mehr. Aber wir gehen erst pennen, Leute. Das machen wir, wenn es hell ist, oder? Das machen wir am Tag. Der Tag vorm zweiten Advent. Lumlilum. Lumlilimchen. Wir könnten sie ja schnetzeln und liegen lassen erstmal. Ich muss die ja jetzt nicht gleich verbrutzeln, oder? Weil wir haben nämlich auch kein Bonfeuer mehr, nix. Gehen wir mal gucken, ob überhaupt jemand kommt heute. Ah, das Bonfeuer muss ich schon wieder aufsetzen. Jo, das ist nix. Hier ist ja viel zu dunkel. Ich mache mal das noch kurz. Wobei ich echt keinen Plan habe, wo meine Wegen sind schon wieder. Einer war, glaube ich, oben, ne? Leuchtefeuer.
Einen Stick brauche ich noch. Komm, wir gucken mal, ob da im Wagen zufällig was drin war. Es wird eine dunkle Nacht. Wir gehen uns Feuerholz holen. Das ist der Wagen unten und das ist der oben. Wie habe ich den da hingekriegt? Er ist halt leer. Aber wird es heute bestimmt eh nochmal Nacht, oder? Ich überlege gerade, ob wir uns das jetzt wirklich antun sollen. Aber das klappt ja meistens nicht, ne, mit dem Holz holen. Bisschen knapp am Rand hier, Digga. Machen wir Feuerzeug raus, dann sehe ich auch, wo du hinfährst. Oben funkelt es, ich weiß es bloß nicht. Bräuchten halt zwei Bäume eben schön. Wie ich halt mal nix sehe hier, ne? Da steht einer. Vier. Schriegel. Und ab. Ja, komm, dann machen wir uns ein bisschen hell. Weil wir müssen jetzt nur noch eine Ladung wagen. Also wenn wir einmal das Floß voll machen mit Hölzern, kriegen wir alles fertig bis auf den langen Übergang, den wir noch anzeichnen müssen, ne? Da können wir uns jetzt schon ein bisschen austoben normalerweise. Hier ist er. Und hier ist er. Jetzt muss ich noch einen Baum machen. Bevor sie kommen. Und ich brauche noch einen Stick. Stick me back. Dim, stick me back. Hier liegt der Stick, den wir brauchen. Den nehmen wir auch noch mit. Komisch, wie ruhig es gerade ist, gell? Einen haben wir bisher gesehen und den haben wir gleich gemacht. Die Ruhe vor dem Sturm. So. Dann hauen wir die jetzt kurz rein. Aber ich kann ja die anderen trotzdem mitnehmen, auch wenn wir sie jetzt nicht brauchen. Was wir haben, haben wir. So, meine Lieben, ab nach Hause. Vorläufig raus. Ah, ich bin jetzt im Kopf, rechne ich die ganze Zeit, wie wir das dann jetzt anstellen. Weil den Kleider hätte ich schon gerne. Aber Kleider ohne Absprungturm ist natürlich jetzt auch wieder nur halb gut. Wir fahren mal hier an die Seite. Falls sie dann doch noch kommen heute. Das ist wie das letzte Mal. Wenn ich vorhab, welche zu machen, kommen sie nicht. Und wenn ich keine brauche, sind sie immer wieder da. So, Feuerlammer. Zünden wir an das gute Stück. Einmal richtig ausleuchten. Dann müssen sie normalerweise auch von alleine kommen. Also, die Frage ist jetzt, brauchen wir erstmal Knochen, würde ich sagen. Ne? Ja, wir brauchen erstmal Knochen. Boah, ich erschrecke jedes Mal. Wie kann man denn aber auch jedes Mal so knapp daran vorbeilaufen? Nehmen das. Hast du genug Mats, um das fertig zu bauen? Ne, zwei Stück. Hier fehlen auch noch Sticks. So, jetzt hätte ich gedacht, ah, da kommen sie tatsächlich. Doch, läuft. Läuft. Okay, läuft wieder weg. Alla, Digga. Brauchen wir eigentlich wieder Pfeile? Oh ja, ich sehe es gerade. Dann hat sich das, dann schlafe ich kurz, dann holen wir lieber noch Pfeile, wenn wir fertig sind mit Bauen. Beziehungsweise wir holen uns erst kurz Pfeile, oder? Komm her, ich kann nicht pennen. Au, das ist natürlich doof. Irgendwie sind wir aus dem Schlafrhythmus rausgekommen. Ich hoffe, der pendelt sich jetzt wieder ein, weil eigentlich mag ich das, wenn ich hingehe und direkt hell machen kann, wenn ich es brauche, ne? So, dele, komm, dele. Also einmal Pfeile holen, das ist jetzt schon wichtig. Denn ohne Pfeile braucht man natürlich ewig, bis wir hier unten werkstellig werden. Und dann hätte ich gerne heute auf jeden Fall das Kreuz gesehen. Da hätte ich Lust drauf. Ich mache jetzt keinen Koffer, nicht ablenken lassen. Wir klauen uns jetzt hier gleich ein paar Sticks, würde ich sagen. So grundsätzlich, weil die braucht man nämlich auch für Ausleuchtung. Wenn nämlich alles klappt, können wir am Kreuz direkt Lichter setzen. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich mich nicht verlaufe. Vielleicht hole ich die Sticks auf dem Rückweg, weil wenn ich mich 10-mal um mich selber drehe, weiß ich nicht mehr, wo ich hingehöre. So, meine Lieben, machen wir mal das Feuer weg. Genießen wir ein bisschen den neuen Tag. Freuen wir uns. Schönes Wetter. Auch ein toller Spot gewesen hier zum Bauen. Und etwas ruhiger wieder vorne. Ne? So, nehmen wir es einmal volle Energie. Guck mal, wir haben nur Echsenrüstung an im Moment. Ne? Haja. Viele Mutanten waren außen noch nicht unterwegs. Innen drin lasse ich sie die längste Zeit stehen. Die nächsten Mutanten, die draußen sind, müssen wir auf jeden Fall ausweideln, dass wir unsere Rüstung kriegen. Ne?
So, jetzt hoffe ich, dass ich mich nicht verlaufen habe, aber da vorne müsste normalerweise jetzt das Ding wieder sein, ne? Lumli. Oh, ich wäre fast vorbeigelaufen. Du musst immer rechts, links gucken. So, jetzt geht es mir doch schon mal wesentlich besser. Gehe ich da ohne Pfeile spazieren, verstehst du? Ja, nimm das alles mit. Stick sowieso, Pilze kannst liegen lassen. War das jetzt schon alles? Das war doch noch nicht alles. Hier liegen noch welche. Müssten wir da auf wie viel kommen wir denn hier, wenn wir da holen immer? 20, das ist aber lang noch nicht das, was ich brauche. Hier sind noch mal welche. Hallo Reh. Reh, ich glaube, ihr habt eine gute Chance, dass diese Staffel frei von Rehen passiert. Also rehfreie Staffel. Komm, es machen wir. Brauchen wir Rehe? Nicht unbedingt. Guck mal, den habe ich, glaube ich, noch nie aufgemacht. Ah ja, da liegen die Dinger drin, die ich immer hoffe zu kriegen. So, jetzt müssten wir theoretisch 40 Pfeile rum haben, oder? Ja. Immerhin. 40 sind keine 50, aber ich glaube, mehr liegen hier nicht, oder? Tatsächlich. Bin ich das so durch, dass ich die Hälfte habe liegen lassen? Krasse Geschichte. Das war's. Jetzt gehen wir zurück. Jetzt hauen wir unser Holz. Und dann gucken wir mal, wie wir das aufbauen. Der Spot wird wahrscheinlich richtig cool. Ich will halt viel machen mit Totenkopflampen. Vielleicht sogar noch ein zweites Kreuz. Also das soll tatsächlich so ein ganz kleines bisschen klar werden, dass wir hier zum Bekehren da sind dieses Mal. Ist also eher ein Arbeitsurlaub. Auch oh, jetzt haben wir Schwallern, meine Lieben. Schönes Ründle, gemütlich. Erinnert immer wieder an früher, an den Anfang aller Dinge. Man darf es gar nicht vergleichen, wie es angefangen hat. Aber ich muss sagen, ich vermisse das auch. Dieser erste Moment hier im Wald, diese Angst, die man noch gehabt hat, diese Unerfahrenheit in all den Dingen. Also da warst du wirklich gefordert hier. Das war schön. Die erste Runde war die geilste. Also rein von der Spielemechanik, das alles kennenzulernen. Ne? Mach mal die Axt jetzt kurz weg. Mach mal die Axt jetzt kurz weg. Danke. Nimm's, Mensch. Mit dir kann man richtig was anfangen. Was wollen wir denn jetzt als nächstes? Jetzt machen wir als erstes mal drüben die Türme und die Anzeichnungen fertig, die auf sind. Brauche ich noch was? Brauche ich von daheim noch mal was? Nö. Nö. Die brauchen wir jetzt auch nicht. Ne, gehen wir direkt rüber zum Floß. Bevor es wieder dunkel wird, weißt du? Aber diesmal könnte man dann normal schlafen, weil jetzt haben wir den Rhythm wieder. Rhythm is a dancer. Wir brauchen. Okay, ich lasse es. Ist wirklich so in letzter Zeit. Ich höre auch verstärkt Musik. Brauche ich momentan. Das brauche ich mal. Es gibt so Phasen, da muss ich ganz, ganz viel Musik hören. Sonst bin ich zu niedergeschmettert. Und wenn ich dann aber so Musik höre, mache ich mir meistens Radio an einfach, wenn ich keine direkten Vorlieben habe, was ich hören will. Und dann hast du ruckzuck einen Ohrwurm. Aber dafür ist das Innere ausgeglichen und das ist wichtig. Ist so nameless. Dann fangen wir mal an. Ja, das wird genauso, wie ich es mir vorstelle. Hallo. Nee, du musst schon irgendwie halt gucken, ne? Denk dran, da hinten ist der Fackel, der zündet gerade an. Alter, aber du kannst davon ausgehen, dass ich es auch kann, verstehst du? Da fackelt mir hier den Wald ab, der Säckel. Oh. Goldröckchen, wir hatten eigentlich einen Deal, ne? Aber wenn du mit denen hier rumhängst und ausgewichen hast, du gesehen das Stück? Ich kann aber nicht. Wow. Jetzt werden sie doof, ne? Tut mir leid, Röckle, ehrlich. Jetzt hat er woanders hingeschmissen. Ich glaube, jetzt ist er sauer. Tennisbälle sind das Brennende, die der schmeißt, gell? Guck mal. Ich komme noch gar nicht zum Zielen vor lauter. Sind da gerade zwei vom Baum runter? Oben hängt noch einer, guck mal. Dann habe ich runtergeschossen, den Sack. Pfeil wieder her. Jetzt muss ich wegen dir Rüstung machen, weißt du? Alter, wieso krüpple dich mal geschwind auffällt, ne? So. Ja,
Aber ist ganz gut, dann verlerne ich Schießen halt auch nicht. Scheiße. Ich hab gedacht, ich krieg dich beim Ansprung, Digga. So. Jetzt habe ich Pfeile, also jetzt können wir nämlich gleich nochmal los Pfeile holen. Ich musste die jetzt wegmachen, weil ich muss ja hier Holz holen, ne? Macht man denn mit denen jetzt, Mensch? Die kann ich nicht zufällig da in den Lockholder rein basteln, oder? Hier so. Das wäre halt geil, wenn ich die hier reindroppen könnte. Geht nur mit dem Wagen, ne? Na gut, da kümmere ich mich später drum. Jetzt gehen wir erstmal weiter Holz machen. Das war die Idee von dieser Staffel, ne? Dass wir tatsächlich uns was Schönes aufbauen, aber auch genug Action haben. Und ich muss sagen, Action ist echt genug da. Ist jetzt nicht brandgefährlich, aber es ist ständig was los, ne? Und trotzdem, guck mal, was wir schon geschafft haben, trotzdem. So, der war natürlich blöd. Da steht schon wieder einer im Wald. So, du zu deinen Kollegen. Die anderen zwei Stämme brauche ich kurz. Sind das auch welche von mir? Nee. Ja, Spatzel. So ist es halt. Du musst halt schon zu mir halten. Dann wird es auch was. Wenn du jedes Mal dich mit den anderen da abgibst, weißt du ja, stehst mittendrin. Bist mittendrin. Ich überlege, ob ich woanders Holz hole. Hat sie sich hinter den Stein versteckt, hast du gesehen? Ich kann aber die jetzt da nicht einfach. Aha. Da steht der Kollege. Ja, ich habe keine rote Fahrbahn, gell? Da wäre das nämlich leicht zedil. Hilft jetzt nichts, Leute. Jetzt kriegen wir heute kein Holz gemacht. Scheiße. Normal klappt das alles. Dieser, wenn er sich dreht, Move, Pfeil in der Kopf, ne? So. Naja, vielleicht speichere ich euch ja doch im Wagen nachher. Tut mir echt leid, Goldröckel. Tut mir wirklich leid. Boah, was ein guter Schuss. So. Low, 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 low. Wir kriegen das heute nicht gebaut. Ich sehe das schon. Ich habe gerade mal vier Loks da unten drin. Naja, aber Dynamit kann es hier ja auch vergessen. Ne? Es sei denn, man ist ein bisschen verschwenderisch. Das sind wir halt verschwenderisch, würde ich sagen. Pass mal auf, wenn ich. Hey, die stehen halt alle nicht wirklich günstig. Ich versuche mal, die hier fallen zu lassen und in die Richtung. Nein! Entschuldigung. Entschuldigung. Hat's den Nameless geschwind mitgebollert? Oh, herrlich. Der Profi am Weg. Hat's den umgedroschen? Nameless, tut mir leid. Oh. Ich sag ja. Ich sage ja, das Innere wärmt immer mehr auf. Also ich muss sagen, ich fühle mich momentan richtig gut. Immerhin zwei Stück habe ich gefangen davon. Der Rest liegt wahrscheinlich unten. Schade, dass die Wegspawn-Namen ausloggen. Sonst hätten wir unten jetzt schon einen halben Wald liegen. Junge, Junge, oder? Krasse Geschichte. Oh. Jetzt ist mal warm ums Herzle geworden. Jetzt ist mal warm ums Herzle geworden. Ja, runter, wo ihr hingehört, ihr Stücke. Sehr geil. Jetzt tun wir nur einen Gefallen, sammeln die aber ein, weil sonst liegen sie vielleicht dann später im Wasser. Ich kann dir noch nicht mal sagen, wie viele wir jetzt gleich brauchen für das, was ich vorhabe. Aber die Kirche ist morgen da. Das ist das Wichtigste. Wir können also morgen auf jeden Fall andächtig sein gemeinsam. Und das zählt. Schum-di-dum-di-dum. Oh, Paradise. Take me down to the Paradise City. Ach du je, ist das eine Geschichte hier? Haben wir da noch einen zweiten liegen? Nee, ne? Jo, aber einer ist besser als keiner. Jetzt hauen wir den Lockholder einmal voll. Das Floß, ne? Und dann gucken wir mal, was noch fehlt. Dann machen wir noch eine zweite Tour vielleicht schon. So, ich würde auch sagen, wir sehen uns gleich, wenn entweder ganz viel los ist hier wieder und ich kämpfen muss, oder wenn ich lospaddel, ne? Ich glaube, wir entspannen uns. Was heute nicht fertig wird, wird morgen fertig und so weiter und so fort. Wir haben ja noch den dritten und den vierten Advent. Wichtig ist, dass wir jetzt hier so ganz kleines bisschen
die Stimmung haben. Ich fahre jetzt gerade mit dem Wagen kurz hintere, damit ich wenigstens 3 Stück von denen schon mal weglege für morgen. Weil ich weiß nicht, wann ich raus muss heute. Also wenn ich das Spiel raus muss, und dann sind sie ja despawned, ne? Aus dem Grund sammeln wir schon mal 3 Stück hier ein. Wie ich jetzt halt gerade gedacht habe, da... Ich dachte gerade, da ist der eine. Bist sauer, gell? Haben wir schon gedacht. Ja, aber das sind doch eh deine Feinde gewesen. Da rennt der andere oben rum. Ich weiß jetzt nicht, ob der mich gesehen hat. Da war noch ein Pfeil, ne? So, die haben wir von gestern Abend noch, die 3, gell? Also, dann legen wir uns mal ein paar weg. Einer. Und 2. Und 3. 3 passen rein, gell, nur. Ja, na, dann lasse ich die mal hier liegen, die 3. War da noch ein Pfeil? Ja, da war noch ein Pfeil. So, wenn wir jetzt noch einen Baum schnappen, dann hätten wir eigentlich eine super Ausbeute heute. Eine Ausbeute heute! Den machen wir jetzt noch hier, der Kollege. Der steht eh mitten im Weg. So, dann haben wir, glaube ich... Oh, die eine Hängebrücke, die steht komplett über. Das ist nach dem Einloggen passiert. Die war gerade, als ich sie aufgebaut habe. Denke ich. Ich erinnere mich nicht, dass ich so ein krummes Ding da akzeptiert hätte. Oder die geht gleich runter, wenn ich hingehe. Das liegt an der Renderdistanz. Das passiert also auch manchmal. So, mehr Holz hole ich jetzt gar nicht. Das reicht uns erstmal. Zum glücklich sein. Schabwübbel. Und genau, Katzübbel. Ja, die eine Verbindungsstrecke machen wir noch kurz fertig. Da müssten wir jetzt genug Material dafür haben. Oh, ich liebe das, wie die Brücken hier reinlappen. Nee, das geht nicht weg, von wegen Rennendistanz. Das mit den Gänsen, das klappt auch nicht mehr. So, lass mich... Müsste ich eigentlich nah genug dran sein? Jo. Das sind Gott sei Dank nur 8. Da kriegen wir sogar noch was anderes ein bisschen weiter gezeichnet. Okay, also wir kommen jetzt von droben drüben. Das müssen wir uns kurz angucken, Leute. Das sieht schlimm aus. Nee, siehst du, geht weg. Ich dachte schon. Perfekt. Wir könnten theoretisch versuchen, mit dem Wagen hier rüber zu fahren. Also ich nehme an, bis hierher kommen wir. Ist das nicht ein absolut göttliches Spöttle? Ein Spöttle-Möttle? Mir gefällt's. Also mir gefällt's. So, und dann geht's darüber. Da fangen wir jetzt auch an, diese Plattform. Da hauen wir das jetzt, das übrige Holz. Ach, warte mal, stopp. Wir hatten ja im Wasser eine noch gebaut. Die. Oh, ob wir die überhaupt gebaut kriegen, wenn die so im Wasser drin ist? So tief? Das werden wir jetzt gleich sehen, würde ich sagen. Stopp. Ja, die kriegen wir gebaut. Das ist die, wo das Kreuz drauf soll. Ich hoffe, ich habe genug Holz. Ja, Hammer, oder? Aber bei meinem Glück ist wieder das eine, das fehlt. Nee, nee, diesmal haben wir genug. Muss ja auch mal gut gehen. Perfekt. Perfekt. Ich bin gespannt, ob es hinhaut. So, stopp. Okay, Buch raus. Dann hintere auf unsere Kartei. Das Kreuz. Ja, klar geht's. So habe ich mir das in etwa vorgestellt. Was kosten so Maschinen hier eigentlich? Die kostet 34 Loks. Also einmal den Wagen nochmal voll machen, ne? 18 Stone und 48 Sticks. Ja, ja, das machen wir. Das werden wir jetzt nur heute nicht mehr schaffen. Ich sehe nämlich gerade, dass schon wieder Time ist. Jetzt macht er erst die Sticks rein. Jetzt macht er erst die Sticks rein. Ich wollte die Dinger hier geschwind versenken. Ich könnte da näher hinfahren, aber ey, weißt du. So, Steine fehlen jetzt noch 8 Stück. Die sind gleich gesammelt. 30 Baumstämme kriegen wir auch locker. Und selbst für Sticks müssen wir nicht mehr allzu viel machen. Yeah, Baby! Gucken wir uns gleich mal vom Strand an. Wo holen wir denn morgen das Holz? Ich würde sagen, auf der anderen Seite drüben.
Wenn ich die da hinten, da rolle ich sie direkt ans Fluss, ans See. So, nochmal einen kurzen Blick auf die Location. Ja, passt. So machen wir das. Da hinten hole ich sie. Da können wir oben ein, zwei Dynamitstangen. Dann geht's schnell. Dann rotze ich den Wagen voll morgen. Sehr cool. Ne, und diesen Weg vom Strand rüber zu uns. Wir haben ja noch diesen Laufweg, wo ich die Sedil mehr oder weniger dazu animieren will, rüber zu laufen. Da können wir dann gucken. Das können wir auch vor dem dritten Advent dann irgendwann machen. Oh. Entschuldigung, wäre ich auch sauer, wenn mir jemand auf der Schwanz parkt. So, meine Lieben, ich freue mich tierisch, dass ihr dabei seid, dass wir unser kleines Retro-Routine haben. Wow. Letzter Zeit, ich weiß auch nicht. Guckt ihr das an. Ne, und hier müsst ihr euch dann vorstellen, kommen noch Lampen hin. Und wenn alles klappt, und das muss ich aber jedes Mal aufs Neue rausfinden, das merke ich mir nie. Ich glaube, wir konnten auch Zaun an die Hängebrücke machen. Kurzer Moment. Dam, da, 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 dam. Hier, ne? Das will ja kein Mensch. Mit C kann ich doch auf Einzel. Schicksal gehen, oder? Hier. Bis hier. Das hier, das habe ich so vermisst beim Zaunbau in Medieval. Ne, dass ich sage, okay, ich gucke mir das so an, ich will es bis hierher haben. Nö, bis hier. Dann hätte ich es gerne hier hingespannt. Dann hätte ich es gerne wieder da runtergeholt. Was hat er gesagt? Wisst ihr, was ich meine? Das hätte ich gerne gehabt bei den Wegen und bei den Zäunen. Das kommt bestimmt irgendwann. Hier machen wir jetzt einen ganz kleinen Eckverbinder hin und dann soll es hier schon rüber. Ah, den hättest du eckiger machen müssen. Machen wir mal hier hin. Ich muss nur gucken, dass ich keine unliebsamen Lücken hier entstehen lasse. Okay, super Geschichte. 168 Knochen. Das sind zwei Folgen, oder? Ist wieder super teuer. Das gleiche muss ja von der anderen. Aber das möchte ich halt. Das bin halt ich. Das ist mein Forest. Da baue ich mir so, dann zeichne ich mir so einen Mist an, wo dann 400.000. Oh, nett. Aber ich kann es nicht lassen. Ich will das dann einfach auch sehen, wie das aussieht, weißt du? So, wir sehen uns morgen wieder. Würde mich freuen, wenn ihr wieder mit reinschaut. Und dann machen wir hier weiter. Jetzt haben wir wenigstens einen Grund, aus meiner Sicht haben wir jetzt wenigstens einen Grund, den nächsten Strandbesuch zu vereiteln, wenn sie kommen, ne? Weißt du was, ich glaube, ich zeichne das so an, dass ich immer nur an den Plattformen, das muss ja nicht unbedingt hier auf dem Ding snappen, ne? Da kann ruhig ein kleines bisschen eine Lücke da unten sein, das ist mir wurscht. Hier muss ich jetzt aber auflassen. Ja, guck mal, easy peasy. 320 Knochen haben und nicht haben. So, meine Lieben, wir sehen uns morgen, dann geht es hier natürlich weiter. Jetzt haben wir eine Kirche. Morgen ist der zweite Advent, wer die Folgen immer gleich anschaut. Und wir kümmern uns dann morgen hier um den weiteren Ausbau unserer Weihnachtslocation. Ich freue mich auf euch. Bis dann.